Willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bull Simulator hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet. Ja, eine weitere Folge. In der letzten sind wir natürlich hier unsere Linie 13 abgefahren. Vom Hauptbahnhof nach Buskorb Lagerhallen. Heute fahren wir die Hauptbahnhof nach Eichenstraße. Wir werden jetzt allerdings einen neuen Fahrer einstellen hier, denn die haben wir natürlich erstmal abgeschlossen hier. Wir wollen natürlich, dass wir hier endlich mal wieder weiter vorankommen. So. Nee, du fährst schon, dann fährst du nicht. Und wir brauchen einen Bus. Nehmen wir den Lion City. Haben wir eingestellt. Wundervoll. Und wir werden jetzt hier unten diese Linie abfahren. Das Ganze machen wir mal wieder zufällig hier heute. Realistisch passt. Aber wir brauchen noch einen anderen Bus. Obwohl, wir können auch mal den hier zur Abwechslung nehmen. Spielt ja keine Rolle, sind da beide Busse frei. So. Los geht's. Der Bus hat uns letzte Mal viel Pech eingebracht, weil wir extrem viele Unfälle hatten. Nicht so schön, aber was soll's. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte bekommst du. Standarddrücken 87. Ich brauche einige Fahrkarten. 19 Standard. Zurücksetzen. Sie braucht zwei. Danke. Ja, bitteschön. Etwas scheint zu blockieren. Hallo. Dankeschön. Oh, ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. So. Arbeitergasse. Ich habe allerdings vergessen zu fragen, das ärgert mich so ein bisschen, wie man die Linien neu benennen kann. Also diese Option habe ich echt immer noch nicht gefunden. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Schlafwandeln? Ja, und von daher habe ich das vergessen. Wollte ich eigentlich fragen, hatte ich mir eigentlich auf meine To-Do-Liste geschrieben. So ein schöner Tag im Schwimmbad. Aber ich muss sagen, Leute, das hat sich überhaupt nicht gelohnt, dieses ganze Festival da. Also 20 Euro hat ja noch der Eintritt gekostet. Dazu muss man sagen, dass das Ganze echt dreist war. Denn 60% davon waren dann irgendwelche Fressbuden und Manga-Gedöns-Zeugs, ja. Und der hat es so 40% waren dann so für die Spieler. Ja. Waren für die Spieler gewesen und davon waren 20% mindestens Spieler gewesen, die bereits schon erschienen sind. Was ist das? Das war nicht in Ordnung. Und dann waren dann vielleicht so 20% von Spielen, die dann so kommen. Also so, das waren natürlich nur Titel wie von Square Enix zum Beispiel, das Final Fantasy 7 Remake. Ja, das war schon cool, das konntest du da anspielen. CD Projekt war da. Mit Cyberpunk, also das sind schon zu coole Sachen. Aber so sonst eigentlich waren das halt wirklich so Spiele wie Formel 1 2019. Das Spiel existiert schon eine ganze Weile, aber hey, es ist auf einer Messe. Also, macht Sinn. Fischgrund, ja. Es kommt natürlich auch immer die Frage, spielst du mit Lenkrad? Nein, ich spiele das Ganze immer noch mit dem Controller. Ich finde das halt an der Playstation entspannter zu fahren, als wie das Ganze mit dem Lenkrad, weil irgendwie, du musst es halt manuell einstellen, hier auf der Playstation. Und ich will mich damit jetzt nicht groß auseinandersetzen. Gerade ich spiele viel OMSI auf dem PC. Und dann musst du dann dementsprechend... Mein Gott. Die Oma geht hier voll ab hier. Was ist los mit der? Ah! Die Oma dance hier. De. Oh, Entschuldigung. Ja, ich bitte doch. Klar. Hier ist die Fahrt. Was? Ach so. Na klar. Oh, na klar. Hier, bitte. Sehr schön. So, wenn wir schon mal dabei sind, ne, dann können wir hier...
Wenn wir nach Tickets fragen. Die Tickets. Ich bin mal auch gespannt auf das neue Update. Ja, ob das was bringt. Ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der geht eher auf die Performance als auf die Grafik. Also bei mir muss es echt flüssig laufen, damit ich zufrieden bin. Da muss es optisch gar nicht so hübsch sein. Was eigentlich beides nicht auf OMSI zutrifft. Aber hey, es ist... Ne, Was stinkt denn hier so? Wir werden uns auf jeden Fall mal beide Modis mal anschauen. Also das werden wir uns mal antun. Wir werden uns mal einmal den Grafikmodus anschauen und einmal den Performance-Modus. Und dann können wir mal abstimmen, welcher euch besser gefällt. Vielleicht kann man das Ganze ja sogar im Livestream machen. Da gerade die Straße überqueren. Welcher jetzt denn am Wochenende halt ja stattfindet. Ne? Also können wir auch mal zusammen und dann mal testen das Ganze. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Einzeln, Standard. Drei Stück bitte. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Warum kommst du denn nicht gleich hier rein? Standard, zwei Stück. Danke. Eine Fahrkarte bitte. Einzeln, Senior. Oh, sieh dir das an. Ist das nicht wunderschön? Du willst nicht mit? Dann hast du Pech. Bleibst jetzt hier. So, dann weiter geht's. Siegwalden. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht spoilern. Nicht spoilern. Tims Geburtstag gestern Abend. Ich hätte da nicht bleiben sollen. Warum nicht? Weil er müde ist. Er hätte nicht so lange bleiben müssen. Oh, er lässt uns. Vielen Dank. Sehr freundlich von dem LKW-Fahrer. Hier hat man mindestens noch so ein bisschen Anstand heutzutage, wenn du hier in der Großstadt unterwegs bist. Oh, das war knapp. Da achtet da keiner mehr drauf. Der Busfahrer blinkt ja. Alle fahren. Siegwalden. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Bestimmt kannst du das. Standard drucken. Danke. Eine Woche Senior. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrkarten, bitte. Danke. So, machen wir mal hier. Hier, bitte. Na klar, hier, bitte. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Na klar, hier. Hier ist die Fahrkarte. Ah, wo hab ich denn? Um einen Ticket? Das ist ja Wahnsinn, was ist denn los hier? Ja, so wie sie es gehört, ne? Als Busfahrer. Genau pünktlich. Hi. Was mir hier aufgefallen ist, ist. Eine Fahrkarte, bitte. Das Bild ist gerade gar kein richtiges Vollbild mehr. Ich nehme das zwar als Vollbild auf, aber ich habe tatsächlich so einen schwarzen Rand in der Aufnahme drin. Echt komisch. Man kann das auch irgendwie nicht abschalten in den Optionen. So böse ist, jetzt fällt es mir hier eigentlich gar nicht mal so auf. Es fällt mir jetzt nur bei Blender auf. Das ist crazy. Mussten uns erstmal wahrscheinlich nur mal ein bisschen erholen von den ganzen Aufgaben hier. Bin mal gespannt,
die nächsten Aufgaben aussehen. Das nenne ich guten Service. So, Feierabendverkehr hier, so wie es hier ausschaut. Ich gedacht, dass Hans zur Familie zurückkehren würde. Bin mal gespannt, wann wir uns den ersten Gelenkbusball hier leisten können hier. Wäre vielleicht auch noch eine coole Sache. Ich habe so einen Hunger. Okay, holen wir uns was zu essen. Sicher, da kommt jetzt. Das wird die Eichenstraße. Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar! Sehr pünktlich, danke. So. Und war schon wieder durch mit der Tour, so wie es ausschaut. Jupp. Aber nichts vergessen. So, so, so. Und Fahrt beenden. Hm, 28.000 immerhin. What? Wieso bekomme ich nur 4,5 Sterne? Was ist da denn los? So, haben wir jetzt, ja. Das haben wir auch erreicht. Ihr seht, wir nähern uns. Die sind wir ja gerade gefahren. Genau. Jetzt kommt, Hauptbahnhof Ostspeiche. Vielleicht kommt ja dann mit dem neuen Update dann auch endlich mal die Funktion, dass wir dann dementsprechend die Linien ja neu, sortieren können. Weil irgendwann hast du hier 99. Was ist denn dann? Interessant. Busdepot. Wie sieht es denn hier eigentlich aus? Im Shop. Wir haben noch nicht mal, überhaupt noch nicht mal einen Gelenkbus zur Verfügung hier. Ja, stimmt. Jetzt siehst du. Also es gibt hier auf der PlayStation und der Xbox-Fassung, die fehlen natürlich. Da kommen die DLCs ja erst später. Auf der PC-Fassung hast du hier hinten noch die MAN, glaube ich, A37 zum Beispiel noch mit drin. Den hast du als Solobus, als Gelenkbus mit drin. Ja, also die fehlen hier tatsächlich drin. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Deswegen, obwohl mir doch irgendwas aufgefallen ist, in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, wo wir uns ja den Shop hier angeguckt hatten, bin ich ja durch die Busliste durchgegangen und meinte er halt auch so, es kommt mir recht wenig vor tatsächlich, ja. Das ist natürlich der DLC nicht mit dabei hier, der hier an der oder in der PC-Fassung mit dabei ist. Ein bisschen schade. Ja, sonst, was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier zum Beispiel keine Werbung schalten können. Das Nummernschild können wir hier anpassen. Reinzoomen, rauszoomen, das klappt ja alles, ne? Hier zum Beispiel, das sind ja hier diese In-Skins, die wir, ne, das sind die Außen-Skins. Ach hier, genau. Und hier sehen wir, ne, im Innenbereich ist halt nichts machbar. Guck mal, da kommt ein Reifen durch. Seht ihr das da hinten bei den Sitzen? Da kommt ein Reifen durch, also auch noch hier ein kleiner Fehler drin. Stimmt, das fällt mir jetzt erst, die sind ein bisschen sehr weit drin. Wenn man sich das mal so anguckt, die müssten ein bisschen weiter raus, die Räder. Die sind ein bisschen zu dicht drin. So, jetzt haben wir uns natürlich hier einen Skin ausgewählt hier. Schauen wir mal. Das ist hässlich. Das schaut da ganz gut aus. Können wir das hier entfernen irgendwie? Nö. Das
könnten wir jetzt hier noch machen? Oh, das schaut da ganz gut aus. Alle müssen zuweisen, das Ganze kostet dann 2200. So, und jetzt müssten all unsere Busse eigentlich, also die Citarus zumindest, müssten jetzt dementsprechend so aussehen. Ja. Und sonst haben wir hier Busse verkaufen, allerdings echt nicht, wo wir die Dings echt neu sortieren können. Strecke bearbeiten, Fahrt starten. Es ist so, als ob mir hier manchmal noch so eine Taste fehlt hier. Ich kann hier halt auch nichts machen. Klar, die Richtung ändern, entfernen. Nee, aber hier scheint wirklich eine Funktion zu fehlen. Wie gesagt, ich habe ja jetzt die PC-Version jetzt installiert, da will ich mal gucken, wie das da Ganze funktioniert. Vielleicht ist es halt einfach nur super mega gut versteckt. Naja, gut Leute, ich würde sagen, nächste Folge fahren wir halt unsere letzte Linie weiter. Dann haben wir eventuell unsere Missionsziele abgeschlossen. Also passend denn halt zum Start des Livestreams denn am Samstag wäre es ja eine klasse Sache, gleich komplett denn mit neuen Missionsziele anzufangen. Also wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, unbedingt ein Like da lassen, ein Abo da lassen, falls ihr das erste Mal hier seid. Und sonst, ja, verabschiede ich mich hier. Und wünsche euch noch einen schönen Tag heute. Bis denn!